Hallihallo, herzlich willkommen zurück bei Siberia. Wir haben den Zug wieder in Gang bekommen und gehen jetzt in die Vorlesung von Professor Pons in der Hoffnung, dass wir etwas über das Mammut herausfinden. Und dann werden wir wahrscheinlich nach Sibirien abreisen. Ich bin gespannt. So, na komm. Vielleicht lernen Sie dort mal das Treppensteigen, ich weiß es nicht. Da sind Sie ja, Fräulein Walker. Wow. Gut, gut. Nehmen Sie bitte schnell Platz. Ich möchte beginnen. Da hören ja viele zu. Liebe Studenten, ein völlig neues und vor wenigen Stunden noch unvorstellbares Element hat es mir nun endlich ermöglicht, meine Vorlesung über das geheimnisvolle Volk der Jukols abzuschließen. Licht bitte. Die Jukols sind ein kaum erforschtes Gott, ist Volk das des laut. hohen Nordens. Sie leben in einer weit abgelegenen, eisigen Region im nördlichen Sibirien. Die geografische Entfernung und die extrem klimatischen Bedingungen sind sicherlich der Grund dafür, dass sich die Forschung bisher nur wenig mit den Jukols befasst hat. Die wenigen Dias, die Sie gleich sehen werden, sind in der Tat die einzigen Dokumente, über die wir verfügen. Die Skizzen und Fotos wurden vor rund 100 Jahren von einem russischen Forscher realisiert, dem wir heute einen Großteil dessen verdanken, was wir über das Volk der Jukols und dessen Kultur wissen. So. Wir wissen, dass die Ursprünge der Jukols in die letzte Tag Eiszeit schon. zurückreichen. Interessanterweise gibt es auch in Westeuropa Spuren ihrer Kultur, genauer gesagt in vorgeschichtlichen Höhlen tief im Herzen der Alpen. Aha. Daraus kann geschlossen werden, dass dieses Volk im Laufe der Jahrhunderte eine lange Wanderung in den extremen Norden unseres Planeten unternommen hat. Der Grund hierfür liegt auf der Hand. Globus. Die Jukol-Kultur beruhte ausschließlich auf den Mammuts. Das waren Reit- und Lasttiere und sie lieferten gleichzeitig Fleisch, Haut, Fett und Elfenbein. Es handelt sich hier um eine perfekte Symbiose zwischen Mensch und Tier. Naja, der Mensch überlebt, das Als Tier stirbt. Mammuts aufgrund der klimatischen Veränderungen in andere Gefilde auswandern mussten, sind die Jukols ihnen also bis in den hohen Norden Sibiriens gefolgt. Bestimmte Höhlenmalereien, die als Jukol-Malereien identifiziert wurden, ließen bereits die Hypothese zu, dass es den Jukols gelungen war, die Mammuts zu zähmen. Sie sind in der Tat unserer Kenntnis nach das einzige vorgeschichtliche Volk, das Darstellungen eines auf einem Mammut reitenden Mannes hinterlassen hat. Heute wird meine Hypothese durch diese Puppe aus echtem Mammutleder, die ich nach eingehender Untersuchung in die Jungsteinzeit datieren konnte, bestätigt. Die wäre doch schon längst Den verfault. Vorfahren der Jukols war es tatsächlich gelungen, die Mammuts zu zähmen. Denn der vorgeschichtliche Mensch stellt nur das dar, was er aus eigenem Erleben kennt. Davon zeugt auch dieses kleine, vertraute, ja, alltägliche Objekt. Ein Spielzeug der Jukol-Kinder. Entschuldigung. Das Leben der Jukols war also eng mit dem des Mammuts verbunden. Aus dem Fell wurden nicht nur die Kleider, sondern auch die Dächer und Mauern der Häuser hergestellt. Mauern? Die Stoßzähne bilden die Struktur der Behausungen und dienten der Herstellung von Waffen, Werkzeugen und Schmuck. Erstaunlich ist, dass sich mit dem Aussterben der Mammuts vor 12.000 Jahren die Lebensweise der Jukols nicht sofort geändert hat. Es scheint, als habe sich die enge Bindung zu den Mammuts noch über die Jahrtausende hinweg fortgesetzt. So erstaunlich dies auch sein mag, die Jukols haben sich bis zum Anfang dieses Jahrhunderts weiterhin von Mammutfleisch ernährt, Kleidung und Zelte aus dem Fell von Mammuts angefertigt und zahlreiche künstlerische Objekte aus Mammut-Elfenbein geschnitzt. Wir können also davon ausgehen, dass die Jukols es über Jahrhunderte hinweg verstanden haben, die große Anzahl toter Mammuts, die in einem perfekt erhaltenen Zustand im gefrorenen Boden Sibiriens ruhten, als Ressourcen zu nutzen und so ihre traditionelle Lebensweise fortzusetzen. 100 Jahre altes Fleisch? Die Jukols über fast 3000 Jahre hinweg von dieser riesigen Speisekammer gelebt. Obwohl dies plausibel erscheint, so herrscht zugegebenermaßen unter den Wissenschaftlern über diese Erklärung keinesfalls Einigkeit. Wir sind nach wie vor auf Mutmaßungen angewiesen. In Ermangelung wissenschaftlicher Erkenntnisse müssen wir uns zum augenblicklichen Zeitpunkt mit den versponnenen Geschichten zufrieden geben, die von den Jukol-Schamanen überliefert werden. Die Universität, die zu vertreten ich die Ehre habe, misst all diesen Mythen und Legenden selbstverständlich keinerlei Wahrheitsgehalt bei. Die Geschichten müssen als das gesehen werden, was sie sind. Märchen, die lange sibirische Nächte verkürzen sollen.
Die Legende von der Elfenbeinarche Siberias ist ein ausgezeichnetes Beispiel dafür. Sie können sie in dem kleinen Heftchen nachlesen, das ich unter Ihnen verteilen lasse. Laut dieser Legende existieren zum heutigen Zeitpunkt auf einer Insel irgendwo im Norden Sibiriens lebende Mammuts. Eine Art Überbleibsel aus der Eiszeit. Eine kleine Population, die dank der Yukols die letzten 12 Jahrtausende auf wundersame Weise überlebt hätten. Die Insel, auf der die Mammuts leben sollen, wird in der Legende Siberia genannt. Ich möchte nur Siberia ausgesprochen. Die versucht sind, dieser absurden Geschichte Glauben zu schenken, nur eins sagen. Die Insel Siberia ist auf keiner Karte verzeichnet und die Existenz lebender Mammuts im 21. Jahrhundert entbehrt jeder wissenschaftlichen Grundlage. Die Yukols gehörten leider zu den ersten Opfern der intensiven Kolonialisierung Sibiriens durch die Russen im 20. Jahrhundert. Das System der Kolchosen und Sovchosen sowie das Prinzip der Ausbeutung, Menschenverachtung und Erniedrigung führten zur definitiven Umwälzung der traditionellen Lebensweise der Yukols. Seit dem Zusammenbruch des kommunistischen Regimes steht die Yukol-Bevölkerung vor den gleichen, mit der politischen Desorganisation einhergehenden Problemen wie alle anderen Bevölkerungsgruppen Sibiriens. Das hat zwei Konsequenzen. Manche Yukols haben sich definitiv ihrem Schicksal ergeben, ihren Traditionen vollständig entsagt und sind mit der russischen Bevölkerung verschmolzen. Das sehen wir hier oben. Andere wiederum setzen alles daran, ihre jahrtausendealte Kultur, die sie unter dem kommunistischen Regime hatten aufgeben müssen, wieder aufleben zu lassen. Die letzten echten Yukols sind in die weiten Territorien ihrer Vorväter zurückgekehrt. Was soll das darstellen? Niemand weiß, wo genau sie leben und wovon. Ihre Existenz selbst könnte angezweifelt werden, wenn sie nicht hier und da an den entlegensten Fellhandelsplätzen der Tundra auftauchen würden, um ein paar Mammutstoßzähne gegen bestimmte lebensnotwendige Produkte einzutauschen. Hier endet meine heutige Vorlesung. Vielen Dank für dieses Geräusch. Fräulein Walker, Sie können Ihre Mammutpuppe in meinem Labor abholen. Sie finden dort außerdem eine Kopie meiner Vorlesung, falls Sie diese benötigen. Ein Wunder, dass er gleich aufsteht hier und nicht im Tiefschlaf geblieben ist. Geile Typen, ey. Gut, dann wissen wir jetzt Bescheid, also... Der schläft einfach weiter. Tja, dann sind die Mammutgeschichten also vielleicht doch wahr. Und der Grund, warum die Puppe da lag, war dann schlichtweg, dass dort eben auch mal die Yukol gelebt haben. Wenn auch vor sehr langer Zeit. Aber das könnte ja bedeuten, dass unsere Reise hier nach Sibirien andere Wendungen nimmt. Dass wir also nicht nur hier mit Hans dann uns auseinandersetzen, sondern vielleicht auch mit Mammuts. Spannend. Bufft. Okay. Da ist er wieder. Mit Kaffeefleck. Ist aber jetzt noch was anderes. Das ist die Legende hier. Das ist nicht das von der Vorlesung, oder? Ich glaube, das soll ich nochmal vorlesen. Okay, die Legende von der Elfenbeinarche. Am Ende der letzten Eiszeit erwärmte sich unser Planet. Diese plötzliche klimatische Veränderung stellte das Überleben zahlreicher Tierarten in Frage. So auch das der Mammuts, die zu dieser Zeit in den extremen Norden Sibiriens bevölkerten. Es wird erzählt, dass das Volk der Yukols, das diesen Tieren einen wahren Kult weihte und dessen Lebensweise sich durch eine perfekte Symbiose mit den Mammuts auszeichnete, entschied, so wie Noah, eine große Arche zu bauen, um die Mammuts zu retten. Das riesige Schiff war ganz aus den Stoßzähnen der Mammuts angefertigt. Dabei sind sie leider gestorben.
Man brachte eine kleine Herde Mammut sowie Unmengen von Futter an Bord. Einigen besonders furchtlosen Yukol-Clans wurde die Aufgabe zuteil, die Tiere dorthin zu bringen, wo sie bessere Voraussetzungen für ihr Überleben vorfinden würden. Voraussetzungen schreiben mit einem R. Nur mal so nebenbei. Eines Tages dann, man sagt, es seien 50 Jahre vergangen, kehrte die Arche an ihren Ausgangspunkt zurück. Zu ihrem großen Erstaunen fanden die Yukol keine Überlebenden an Bord vor, nur die Körper von ein paar toten Mammuts, die in dem Eis, das das Schiff bedeckte, perfekt erhalten waren. Die Yukol sahen darin ein Zeichen, ein Geschenk der Götter und verzehrten die Mammuts in einem legendären Festschmaus. Eine Woche später war die Arche erneut von der Strömung davongetragen worden und kehrte ein halbes Jahrhundert später wieder zurück, ohne Besatzung, aber mit neuen eingefrorenen Mammuts. Dieses Hin und Her wiederholte sich über die Jahrtausende hinweg, wobei die Yukol jedes Mal wieder neue, erstaunlich gut erhaltene Mammuts vorfanden, die aus dem Nichts zu kommen schienen. Die Yukols interpretierten dieses Phänomen als Ausdruck des Wohlwollens ihrer Vorfahren, die auf der ersten Reise der Arche in einer Schiffskatastrophe ums Leben gekommen waren, deren Seelen jedoch auf einer mythischen, von den Schamanen Sibiria genannten Insel ewige Zuflucht gefunden hatten. Ich muss mir jetzt irgendwie angewöhnen, das ist Sibiria zu nennen, aber das finde ich komisch. Ich nenne es Siberia. So entstand eine Religion mit ihren Ritualen und Gebräuchen, in deren Zentrum die regelmäßige Wiederkehr des Geisterschiffs mit seiner wertvollen Ladung stand. Nichts schien sich über die Jahrhunderte an dem mysteriösen Zyklus der Arche zu ändern, lediglich die Größe der Mammuts, die mit der Zeit unmerklich kleiner wurden. Eines Tages aber vor etwa 100 Jahren kehrte die Arche früher als erwartet zurück. Sie war leer. Die armen Yukols waren zutiefst verwirrt, die Geister ihrer Vorfahren hatten sie vergessen. All das, woran sie glaubten und worauf sie ihre jahrtausendalte Kultur aufgebaut haben, hatten, verlor auf einmal seinen Sinn. Die Gläubigsten unter ihnen hielten verzweifelt an ihrer Hoffnung fest, schließlich kehrte die Arche weiterhin aus dem Nichts zurück und zwar immer häufiger. Einige sehr alte Yukols brüsteten sich auch damit, sie mehrmals gesehen zu haben. Doch jedes Mal blieb die Arche leer und die Hoffnung der letzten Yukols versiegte. Der Glaube wurde zum Aberglauben, die Realität zur Legende. Tja, was das wohl zu bedeuten hat. Das nehmen wir wieder mit. Vielleicht reden wir noch mal kurz mit ihm, bevor wir uns davon machen. Was möchten Sie denn wissen, liebes Kind? Wieso nennt er mich überhaupt Kind? Was soll das eigentlich? Ich möchte Ihnen zu Ihrer Vorlesung gratulieren. Sie hatten recht, es war hochinteressant. Ich hätte nie gedacht, dass mich ein paar Mammuts so fesseln könnten. Dabei kennen Sie jetzt erst einen winzigen Teil Ihrer Geschichte. Wenn meine Vorlesung bei Ihnen den Funk der Leidenschaft geweckt hat, bin ich allerdings sehr stolz. Mhm. War Hans Vorarlberg mit Ihrer Theorie über die Yukols und die gezähmten Mammuts einverstanden? Wo denken Sie hin? Hans war absolut kein Wissenschaftler. Er war von dem Gedanken besessen, heute noch lebende Mammuts finden zu können. Eine extravagante Hypothese, finden Sie nicht? Naja. Sie glauben anscheinend nicht daran. Die Mammuts sind vor mehreren tausend Jahren ausgestorben. So viel steht fest. Die einzigen Mammuts, die man heute in Sibirien findet, sind eingefrorene Mammuts. Wissen Sie, wohin Hans nach seinem Aufenthalt in Barockstadt gegangen sein könnte? Nein, aber es würde mich nicht wundern, wenn er sich auf die Suche nach dem Volk der Yukols gemacht hätte. Oder was davon übrig ist. Ja, das denke ich auch. Ich muss jetzt gehen. Ich hoffe, ich habe Sie nicht zu sehr gestört. Wie bitte? Aber nein, ganz und gar nicht, liebes Kind. Liebes Kind, böses Kind. Okay. Dann würde ich sagen, es ist an der Zeit, unsere 7 Sachen, oder 8 oder 9, ich weiß ja nicht, zu packen und von hier zu verschwinden. Zug ist aufgeladen oder aufgezogen. Vorlesung haben wir auch angehört. Mammutpuppe ist wieder im Gepäck, die können wir dann im Zug wieder bereitstellen. Ja, und dann kann es doch eigentlich losgehen, würde ich sagen. Und ewig fiedeln die Geiger. Oder geigen die Fiedler. Gut, dann mal kurz in unser Abteil noch rein und die Mammutpuppe an ihren rechtmäßigen Platz wieder setzen. Tschüss, lieber Bahnhofsvorsteher.
vielen Dank, dass du uns ab und zu zumindest mal geholfen hast. Das war ganz gut. Auch wenn es manchmal etwas gedauert hat. So. Und tschüss, liebe Vöglein und liebes Gewächshaus hier. Wie gesagt, ich bin ja immer noch dafür, dass ab jetzt die Deutsche Bahn ihre Bahnhöfe so umbaut. Sei doch mal was. Ich meine, abgesehen von der Vogelkacke, die dann überall wahrscheinlich auf uns landen würde, wäre das doch eigentlich eine gute Sache. Hier geht's rein. Für dieses Rad, das weiß ich auch noch nicht so ganz. Vielleicht geht das mit Windkraft, ich weiß ja nicht. Geht Wocker! Okay. Dann das hier wieder an die richtige Stelle. Sehr hübsch. Und jetzt raus und, oder nee, wir müssen den Oscar einfach nur sagen, dass wir jetzt gehen sollen, oder? Ich weiß ja nicht, davon ist immer noch das Tor zu. Alles in Ordnung, Oscar? Ja, Kate Walker, ich warte darauf, die Reise fortzusetzen. Ja, ich auch. Können Sie mir diesmal wieder sagen, dass noch etwas fehlt, Oscar? Alles ist in bester Ordnung. Nehmen Sie Platz, Kate Walker, wir fahren los. Echt jetzt? Na prima. Oh, jetzt haben sie die Tür animiert. Erstaunlich. Und sie geht von selbst zu. Jetzt bin ich gespannt. Ja, aber was ist mit dem Tor? Das war mir doch irgendwie klar. So einfach kann es nicht sein. Aber hier kommen wir nicht weiter. Wahrscheinlich müssen wir auf der anderen Seite aussteigen. Auch wenn hier irgendwelche Dornbüsche sind oder wie das aussieht. Schöne Musik. So, dann gucken wir mal hier. Was machen Sie denn da, Oscar? Kate Walker, ein jeder muss sich an die Regeln des Schienenverkehrs und an die Zollbestimmungen halten. Oscar, denken Sie nicht, es ist an der Zeit, mit diesen Kindereien endgültig aufzuhören? Um durch die Mauer zu gelangen, ist eine Durchfahrtsberechtigung erforderlich, Kate Walker. Und wissen Sie nicht zufällig, wo ich ein solches Dokument bekomme? Es gibt mit Sicherheit eine Instanz, der die Mauer untersteht und die Befugnis, ein solches Visum auszustellen. Nun gut, also dann bis nachher, Oscar. Ja, ich versuche, freundlich zu bleiben. Gehen wir nach vorne. Ich frage mich, wie das funktionieren soll. Das fragt sich doch irgendwie jeder, oder? Aber wir konnten noch links um das Häuschen rum. Wahrscheinlich sitzt da irgend so ein Oller. Verkauft uns wieder so ein Papier. Ah, hier ist auch eine Tür. Knickknack. Das bringt nichts. Es ist verriegelt. Hat der Oscar sich wohl eingeschlossen, ne? Oh, geht's noch langsamer eigentlich?
Sehr interessant. Nö. Ich seh dich von unten. Hallo? Kate, bist du es? Was ist los? Ich hab's endlich geschafft, meinen mechanischen Zug aufzuziehen, der mich zu Hans Vorarlberg bringen soll. War gar nicht so einfach. Erst musste ich noch mit zwei so merkwürdigen Binnenschiffern verhandeln. Komische Leute. Naja. Und jetzt stehe ich vor einer riesigen Mauer und komme nicht weiter. Das interessiert mich eigentlich gar nicht. Eine chinesische Mauer. Du müsstest das sehen. Das meine ich doch gar nicht. Ich wollte wissen, was mit dir und Dan los ist. Wieso? Ich habe ihn auf der Party von Margie getroffen. Er hat mir gesagt, ihr hättet euch gestritten. Wir wollen mal nichts übertreiben. Bei unserem letzten Telefonat haben wir uns beide etwas aufgeregt. Das passiert nun mal. Ich will ja nicht den Teufel an die Wand malen. Aber er sah echt nicht gut aus. Eher so, als sei er wirklich... Voll hässlich. Ach, wie sieht er denn aus, wenn er schlecht drauf ist? Na, du weißt schon, mit seiner Strähne, die ihm in die Stirn fällt, seinem komischen Blick und der kleinen Falte in den Brauen. Ist mir noch nicht aufgefallen. Vielleicht war ich ja wirklich etwas hart mit ihm, aber er will immer, dass ich so bin, wie er es sich vorstellt. Diese Mission stresst mich ziemlich. Ich brauche jetzt einfach ein bisschen Verständnis. Kann ich verstehen. Meins hast du jedenfalls. Also, erzähl mal, wie läuft's? Wie ich dir schon gesagt habe, ich komme voran. Langsam, aber sicher. Dieser Hans Vorarlberg scheint eine recht faszinierende Person zu sein. Naja, zu langweilen scheinst du dich ja nicht. Nicht wie hier auf der Arbeit. Monotonie total. Hoffentlich bist du bald zurück. Es dürfte nicht mehr lange dauern. Ich melde mich wieder. Bis bald. Lass bald wieder von dir hören, Kate. Und sein nächstes Mal etwas netter zu Dan. Ich werde es versuchen. Also ganz ehrlich, ich glaube, die Olivia und der Dan, die werden viel besser zusammen aufgehoben. Die verrückte Shopping Queen da. Und da sind wir hergekommen, ne? Und der olle Typ, der nur will, dass seine Frau gut aussieht. Das bringt nichts. Es ist verriegelt. Hier oben pfeift ganz schön der Wind. Sollte sie vielleicht mal ihre Jacke zumachen? Verzeihung. Damit sie keinen Zug kriegt. So. Muss gerade noch irgendwas trinken. Ah, hier steht ja einer. Der hat sich aber schön in Tarnfarben angezogen. Guten Tag. Kapitän Malatesta, Chefkommandant des Grenzpostens von Barockstadt. Zu Ihren Diensten. Mhm. Ja, ich würde gerne jetzt gehen. Ich brauche eine Erlaubnis zum Überschreiten der Mauer und zur Fortsetzung meiner Reise nach Osten. Man sagte mir, Sie seien befugt, ein solches Visum auszustellen. Dies gehört in der Tat zu meinen Befugnissen. Allerdings stelle ich momentan keine Visa aus, da niemand sich will jetzt die Mauer gehen. Hinauswagen darf. Und aus welchem Grund, bitte? Weil eine solche Reise viel zu gefährlich ist, ganz besonders für eine junge Frau wie Sie, die noch dazu alleine reist. Ich denke, das ist auch Ihnen klar. Gefährlich? Was wollen Sie damit sagen, Kapitän? Der Feind, wertes Fräulein, der Feind. Feind. Seit mehreren Jahren beobachte ich ihn durch mein Fernrohr. Der Reiter dort hinten am Horizont, der Kundschafter einer Invasionstruppe. Er beobachtet uns, spioniert uns aus. Paranoia. Muss vorsichtig sein. Er weiß, dass ich weiß. Verstehen Sie? Und solange ich ihn überwache, wagt er nicht zu handeln. Sind Sie sicher? Absolut. Aber bitte, überzeugen Sie sich selbst. Ja, das werde ich. Würden Sie mich jetzt bitte entschuldigen, Kapitän? Aber nicht mehr in dieser Folge. Tja, ich dachte zwar, wir gehen jetzt irgendwie heute schon weiter. Aber das ist uns wohl nicht vergönnt. Also müssen wir beim nächsten Mal hier wahrscheinlich noch das ein oder andere Rätsel lösen und dann können wir endlich uns Richtung Norden aufmachen. Gut, für heute war es das schon wieder. Ich verabschiede mich von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Morgen um 12 kommt dann die nächste Folge von Siberia. Ich nenne es immer noch Siberia und werde es wahrscheinlich auch weiterhin tun. Stellen wir uns einfach vor, es wäre ein englisches Spiel. Also, wie gesagt, für heute war es das. Schaltet morgen um 12 wieder ein, wenn es weitergeht. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid wieder dabei. Jetzt sage ich einen schönen Nachmittag und wie immer, tschüss und auf Wiedersehen.